Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Sörbühl. Willkommen zu einem neuen Minecraft-Projekt. Wir haben es inzwischen eine Weile geplant und heute geht es los mit, wie auch immer ich das jetzt aussprechen soll, Minecraft. Ein Multiplayer-Online-Server mit ein paar Leuten aus meinem Jahrgang, ein paar Bekannten. Ja. Wir haben 8 Slots, mehr können nicht auf einmal online sein. Ich glaube, insgesamt sind wir 11-12 Leute. Der Server existiert seit 3 Tagen. Ich hatte nur die letzten 3 Tage keine Zeit. Kann sein, dass ich auch mal irgendwann mit anderen rede. Halt dann über Discord. Und ja, sehen wir dann mal. Joinen wir mal zum ersten Mal rein und gucken, was die anderen schon so gemacht haben. 3 sind gerade online. Ach, das heißt, einer, der gerade online ist, spielt nicht auf dem Server. Ich sehe gerade an der Seite nämlich 4 online in Minecraft. So, weiter geht's. Ich hoffe, jetzt klappt's. Ich weiß nicht, wie ich das zurechtschneide. Auf jeden Fall hat wer in den Chat meinen echten Namen geschrieben. Musste ich jetzt rausschneiden. Und ich merke schon, flüssiger könnte es kaum laufen. Also mir war schon klar, dass die Performance nicht unbedingt die beste sein wird. Die hat wer eine Werkbank stehen lassen. Jeder mag automatisch springen, nicht? Step. Nee, den habe ich nicht. Hier an dem habe ich gebaut. Und ich feiere gerade echt, wie flüssig's läuft. Ich kann halt mal so gar nichts machen, bruh. Bruh, mein PC ist überfordert, Hilfe. Ah, kacke, warum rede ich überhaupt nicht, wenn ich nicht meinen Cut gesetzt habe? Hey, Grüße gehen raus! Ihr kriegt eingeblendet, dass wer meinem YouTube-Channel gefolgt ist. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Einfach kurz im Server rejoinen. Habe ich gleichzeitig auch einen Chat mitgeleert. Aber warum war mir das eigentlich klar, dass das früher oder später passieren wird? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie dieser Server eingestellt ist. Ich hoffe einfach nicht zu schwer. Ich werde sowieso verkacken. Ihr kennt mich. Ich meine, ich schaff's instant nicht mehr, was zu craften. So. Natürlich bin ich PvP-technisch derzeit der bestausgerüstete Spieler im Projekt. Die anderen müssen echt aufpassen. Ihr seht so eine Ausrüstung. Es gibt anscheinend bereits ein Dorf. Ob wir sowas machen, waren wir uns noch nicht ganz einig. Aber wir haben halt gesagt, wir machen, wie wir wollen und gucken, was rauskommt. Offensichtlich haben die Ersten sich schon ein Dorf erstellt. Ja. Ich muss mich jetzt erstmal zurechtfinden, gucken, wo ich bin, hoffen, dass ich nicht sofort sterbe, weil mir irgendein Mob entgegenkommt. Wird natürlich sofort Nacht, wenn ich hierher komme. Der Server läuft auf der 1.14.4, auf der neuesten Version. Muss los! Und ja, hab keine Ahnung, wie oft die Folgen kommen, vielleicht irgendwie eben auch mal mit anderen Discord. Na toll, ich glaube, wenn ich so meine Hungerleiste sehe, der Server ist nicht gerade einfach eingestellt. Ist das da hinten selbst gebaut? Ist das vielleicht schon das Dorf? Wäre praktisch. Selbst gebaut ist es, nur das Dorf bezweifle ich, ehrlich gesagt. So, wir sind hier immer noch in einer Version, wo man einfach schwimmen kann, also
und vor allem schnell. Alter, irgendwie bricht aber immer das schnelle Schwimmen ab. Ich muss eben jetzt erstmal zurechtkommen. Keine Ahnung, was ich genau reden soll. Gucken, dass ich nicht sterbe. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das mit dem Gucken, dass ich nicht sterbe, wird nix. Also wir haben auf dem Discord-Server hierzu... Ah, hier ist Wasser, Ruinen, Zeugs. Und hier war offensichtlich auch schon jemand. Jedenfalls bezweifle ich, dass in dieser Truhe legit nur Zombie-Fleisch, verrottetes Fleisch drin ist. Ja, endlich mal ein paar Mobs. Und dich meine ich nicht. Ja, dieses PvP-System ist halt nicht unbedingt das tollste hier auf unserer Klasse Version 1.14.4. Ich hoffe, ich komme irgendwie damit klar. Ich bin nicht blöd genug, einen Wolf anzugreifen. Ich spiele Minecraft jetzt auch nicht zum ersten Mal. Ich glaube, man merkt übel, dass ich keine Ahnung habe, was ich sagen soll. Kann das sein? Alter, sie haben Mob-Griefing angelassen. Die Hundesöhne! Weil sie hier, da ist ja schon Hund. Trollolol. Was ein lustiger Witz. Oh Gott, Alter, Niveau ist nicht vorhanden. Schafe zum Glück schon. Das heißt, zumindest ein bisschen Fleisch kommt schon mal hier rum für mich. Ich hoffe auch, ich finde noch ein bisschen mehr und dann auch irgendwann mal Kohle, sowas. Dass ich mir das Zeug braten kann. Auch Stein für bessere Waffen. Einfach ein bisschen hier mal mein Equip verstärken. So wie ich diesen Server einschätze, werden wir auch Inventar verlieren ausgeschaltet haben. Oha, Achievement. Ich bin halt schon krass. Ich bin offiziell jetzt hiermit der beste Spieler im Projekt. Ihr dürft mich Gott nennen. Da hinten ist ein Waldanwesen. Bruh. Als ob ich erstmal in Waldanwesen renne. Und die Spinne kann mich mal. Als ob. Das. Ja, ist logisch! Ich merke schon, ich renne hier zum Glück in sehr balanced Mobs rein. Erstmal ein hühnerreitender Baby-Zombie. Ich weiß, dass ich einen Cooldown habe, aber mich juckt's nicht. Und gleich mal neues Holzschwert craften. Und mich wird gerade interessieren, ob ich der Erste bin, der das Waldanwesen gefunden hat. Nee, das... Ach, das... Aha! Das ist von wem gebaut? Das erklärt einiges. Ah ja, und ich sollte mir vielleicht jetzt mal... Okay. Sehr gut. Bin nicht der Einzige, der keine Ahnung hat. Aber hey, erst mal reingerannt. Oh Gott. Da ist ein Heslon. Hilfe!
Ich antworte gleich, sobald ich überlebt habe. Alter, das war einer. Mal im Ernst, ich habe noch nie auf der Version ge. Ja, okay, bin tot. Entspann dich doch, du komische Villager-Ausgeburt. Ja, klar, mach mal zwei draus. Die lassen auch nicht locker. Was wollen die? Hilfe! Ich kenn die Dinger nicht mal! Ja, jetzt die Spinne von der Seite. Also wie gesagt, ich bin gerade zum ersten Mal auf dem Server. Falls ich heute nicht mehr dazu komme, auf den Chat zu antworten. So, und jetzt weg hier. Ich glaube, ich habe sie abgehängt. Ich würde halt gern nochmal zurück wegen den ganzen Kühen. Die Spinne ist jetzt ja auch nicht unbedingt ein Problem. Nur diese Villager-Ausgeburten. Wenn die mich nicht mehr verfolgen, ist das schon mal ein großer Vorteil. Uff. Aimbot ist aktiv. Ah, Kacke! Der ist ja doch noch da. Was ist denn das? Ja, ich komme dahin, sobald ich in Sicherheit bin. Wetten, ich bin so auf der anderen Seite der Welt. Bin ich ein Lelek los? Okay. Dann erstmal kurz. Okay, es wird Tag. Ich töte gleich die Schafe da unten und dann gehe ich auf die Suche nach dem Dorf. Ich glaube zumindest, das ist deutlich schlauer, als irgendwie jetzt hier alleine rumzurennen. Alter, diese komischen Villager da. Welches Update waren die eigentlich nochmal? Sind die jetzt neu aus 1.14? Ich habe echt keine Ahnung von Survival. Sorry, Leute. Ich spiele eigentlich nur online. Auch falls irgendwer die Frage hat, ob irgendwer anders auf dem Server noch streamt, oder so war. Alter, meine FPS. Lecker. Wo sind meine Koordinaten? Nicht schlau. Ja. Wir müssen zu minus 2400, minus 2200. Warte, hier geht X runter. 2400. Ah, warte. Nee, die dritte Koordinate. Ich bin gerade dumm. So muss ich lang. Ich mach mal kurz hier ein bisschen aus. Also, dann sehe ich das Richtige. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge wird. Ich weiß nicht, ob ich eine einstündige oder zwei halbstündige aufnehme.
Aber vielleicht schaffen wir es heute zum Dorf. Wäre schon mal toll, nachdem ich diese komischen Villager-Viecher erstmal ein bisschen genervt haben. Aber zumindest bin ich die offensichtlich los. Minus 2400 und minus 2002. Nochmal gucken. Da lang geht das Minus. Ich muss deutlich mehr hier lang als da lang. Deswegen kümmere ich mich auch. Oh Gott. Oh Gott. 5000 IQ. Der Server ist aber auf einer verdammt hohen Schwierigkeit, glaube ich. Das kann noch sehr problematisch werden mit einem Skill-Level wie meinem. Das heißt eigentlich gar keins. Sagt er, während er gegen eine Kuh struggelt. Ich brauche auf jeden Fall wieder Leben. Und sorry Leute, den Aimbot mache ich später aus. Den habe ich noch drin von Skywars. Alter, ich dachte gerade kurz, das wäre einer von den Villager-Typen. Und irgendwie verhängt sich mein Headset die ganze Zeit voll komisch. Das verwirrt mich voll. Ja, sehr spannende Folge jetzt bisher. Irgendwie traurig, dass ich mich selber näher an den Tod gebracht habe als die Villager-Viecher. Ich habe zumindest ein bisschen was zum Snacken inzwischen. Das heißt, vor allem wenn ich Kohle habe, dann wird eher weniger das Problem. Und warum klappt's nicht immer so? Pferde abschlachten bringt mir leider nicht so viel. Ich meine, kann ich mir schöne Lasagne draus machen, aber Lasagne ist nun mal kein Döner. Hier sind Sonnenblumen und eine Schlucht. Also das Einzige, was ich hier mal mache, ist, Achso, das ist ein Pferd. Ich habe mich gerade gefragt, was zur Hölle dieses braune Ding ist. Ganz primitiv. Nicht direkt unter mir, ich habe keine. Okay. Also spätestens mit diesem Achievement weiß auch jeder andere, dass ich zum ersten Mal auf dem Server bin heute. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn ich jetzt runtergefallen wäre. Also das Eisen, das hier so richtig easy rumliegt, könnte ich mir eigentlich schon auch noch snacken, ne? Ich meine, was schadet's mir? Wäre natürlich jetzt entspannt, wenn ich einen Wassereimer hätte, aber ich farm mal Erde, damit ich mich wieder hochbauen kann. Also erwartet nicht, dass wir das Dorf heute erreichen, ne? So, erstmal mit meinem Essen im Dreck wühlen, bevor ich es esse. Habe ich die Crafting Bench stehen lassen? Naja. Bin halt eine schlaue Person. Hab gefühlt keine Ressourcen, aber genug, dass ich mir das erlauben kann. Oh Gott, die Texturen sind ja voll anders als letztes Mal. Hilfe. Ich bin richtiger Rentner, was Minecraft angeht. Wo bin ich hier? Und was ist mit Minecraft passiert? Okay, eine
Stein picke, hier das Schwert. Ich kann mir zumindest mal ein bisschen Schutz geben. Ja, technischer Fortschritt, ich bin's. Hart am Equippen. No, gib mir noch 2 Folgen, dann bin ich voll dir. Da drüben ist Iron. Ich will jetzt hier nicht tief in die Höhlen reingehen oder so. So lebensmüde bin ich nicht. Aber es wäre doch ganz cool, mir hier ein bisschen was zu snacken. Oh ja, das ist viel. Vielleicht kann ich mir sogar schon Eisenrüstung machen. Das wäre dann ehrlich gesagt sogar mehr, als ich erwartet habe. Alter, wie groß... Oh, ich habe, glaube ich, noch nie so viel Eisen auf einem Fleck gehabt. Brauche ich natürlich auch noch einen Öfen. Hier war schon mal jemand. Oder? Nee. Nee, das ist ein Minenschacht. Bra. Ich habe halt eigentlich die Enemies, die hier rumrennen können, können mich halt absolut zerstören. Ich will hier aber eigentlich schon rein. Aber nicht mit dieser Ausrüstung. Kohle war da oben ja auch, dann kann ich mir mein Eisen zu Eisenbarren machen und mir schön was draus machen. Hier, genau, dich suche ich. So, jetzt... Ah, ich bin jetzt schon komplett OP. Was will man? Jetzt mal Ernst. Ich bin immer noch irgendwie sauschig. Vor allem, ich will gar nicht wissen, was die anderen bisher schon fertig gebracht haben hier im Projekt, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben schon so ihre fetten Villen und Full-Dia-Rüstungen. Ich kenne sowas. So läuft das, wenn ich Survival-Projekte spiele mit anderen. Ich komme zum ersten Mal auf den Server und renne erstmal in Leute mit Full-Dia. Dann gleich kann ich noch mein Essen braten. Ja, ich brauche jetzt auch nicht die ganze Kohle. Aber ich bin doch YouTube-Partner und was anderes als Kohle kann ich gar nicht denken. Trash-Talk ist am Start. Ist eine relativ gechillte Folge. Ich werde es in 2 schneiden, weil 1 Stunde ist ein bisschen arg lang, denke ich. Aber ich kann mir sehr viel Iron-Stuff machen. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Au, oh, Spinnenweben, lieber ein bisschen mehr Abstand. Uff, geht das langsam. Und es wird Nacht, das ist natürlich jetzt ganz, ganz unschön. Oh Gott, ist das viel! Dann setze ich mal hier noch eine Fackel hin. Kann ich mir ein bisschen was snacken? Kann sein, dass... Alter! Das ist ein Jahresvorrat! Hier war offensichtlich auch noch niemand vor mir. Weil, nicht wegen der Kohle, Kohle nehme ich ja auch nicht unbedingt alles mit, mir ist gerade langweilig. Aber vor allem, weil ich hier auch einiges an Eisen gefunden habe. Und Eisen, denke ich, lässt man jetzt nicht unbedingt alles liegen. Außer die sind echt alle schon voll Dia. Selbst dann, so ein Amboss oder so kann man ja auch immer mal gebrauchen. Und ich krieg schön Level. Bisschen gesichert bin ich auch, weil hier keine Monster spawnen können, aufgrund meiner 5000 IQ-Fackeln. Mich interessiert nur, ich glaube, ich hatte 6 Kohle vor dem hier.
Ja. Ah, warte, ich habe welche vergessen. So. Also wenn irgendwer hier hinkommt, weiß er halt eh sofort, dass hier schon mal wer war. Weil ich halt überall dorthin baue. Okay. Metallurgie. Rüstung ist erstmal wichtiger. Ich kann mir sehr gutes Equip machen. Oh Gott. Der hat ein Eisenschwert. Der Server ist auf jeden Fall auf schwer eingestellt. Ich stelle mich nicht gut an. Jetzt mal im Ernst, hätte ich meine Rüstung nicht gehabt, wäre ich vielleicht tot. Wenn ich noch mehr davon anziehe, wird's halt noch besser. Manchmal frage ich mich, wozu es überhaupt Helme gibt in Minecraft. Ich meine, jetzt seien wir mal ehrlich. Schuhe sind eigentlich genauso gut. Helme sind nur teurer. Ja, da ist der Minenschacht, den ich erkunden will. So, eine volle Eisenrüstung hätte ich schon mal. Digga, ich sag's ja. Jetzt in den Minenschacht, übernächste Folge Full Dia. Ist halt gerade nicht so spannend zum Zugucken. Ich denke, gleich beende ich auch die Folge und beginne die nächste, wenn ich mein Zeug wirklich verarbeitet habe. Aber vorher noch ein bisschen Eisen schadet nicht. Ja doch, ich bin zufrieden mit der Ausbeute dieser ersten Folge. Und mit Ausbeuten kenne ich mich aus, ich bin ja Influencer. Ja, heute sehr tolle Influencer-Jokes am Start. Sowas erzähle ich nur, wenn mir langweilig ist. Das Eisen ist, okay, das, was am Anfang drin war, das Eisen, ist fertig, reicht noch für ein Schwert. Ich habe langsam kein Holz mehr. Ich weiß, dass eine Spitzhacke eigentlich wichtiger ist, aber die kann ich mir ja auch noch machen. Darauf habe ich schon geachtet. Ja, dann würde ich sagen, brate ich noch mein Essen. Und in der nächsten Folge gucken wir uns den Minenschacht an. Und ich werde sterben und sehr frustriert sein. Bis dann.